Also die Grundidee, das Forschungsergebnis der Professoren war, dass wir eigentlich alle Menschen und alle Konzerne immer für das Falsche belohnen und dass dadurch die Welt so schlecht ist, wie sie ist. Ja, das heißt, der Pharmakonzern kriegt mehr Geld, wenn sie häufiger krank werden. Der wird aber nie belohnt dafür, wenn er neue Wege entwickelt, wie sie präventivmedizinisch vielleicht durch gesündere Ernährung und so weiter nicht krank werden. Und das ist ein Grundfehler, der alle Systeme durchzieht. Weil es kein Geld bringt. Und genau das muss man jetzt ändern. Wenn man eine heile Welt haben will, muss man dem Arzt und dem Pharmakonzern mehr Geld geben, wenn ich seltener krank werde. Das ist zwar statistisch alles schwierig zu errechnen, man muss die Daten und so weiter, aber man kann dem Arzt für jeden gesunden Monat, den ich nicht krank werde, mehr Prämien ausschütten, als wenn ich krank werde. Und kann mit ganz vielen Mechanismen kann man das so machen, dass dann wirklich Gesundheitsförderung, Lebensqualitätsförderung, Wohlbefindensförderung zu gewinnen führt, dadurch auch Umweltreparatur zu gewinnen führt und die Konzerne mit ihren Milliarden anfangen, die Umwelt zu reinigen, die Böden zu entgiften, die Meere zu entplastifizieren und so weiter, weil das Gewinn bringt, weil gesunde Menschen leben länger und das bringt alles dann mehr Profit, wenn ich es richtig rumhole. An die Doktoren, also an die Ärzte oder an den Staat? Nein, das Geld, der Arzt kriegt von der Krankenversicherung ausgerechnet, wie seine Gesundheitswirkung auf die Versicherten ist durch seinen Gesundheitsclub. Jeder Arzt macht so eine Art Gesundheitsclub, Ernährung, Sport, Tanzveranstaltung, Tanzkurse, alles Gesunde. Die Leute, so, es entsteht so eine richtige Gemeinde rund um den Arzt. Um jeden Hausarzt rum entsteht eine Gesundheitsgemeinde. So ein sozialer Treffpunkt, wo die Menschen aus der Einsamkeit rauskommen, aus der Single-Gesellschaft rauskommen. Ja? Und je effektiver er das macht, desto mehr Gewinn bekommt er ausgeschüttet. Ja? Und dadurch entsteht quasi ein Interesse aller Konzerne an meiner Gesundheit und an ihrer Gesundheit. Ja? Ja, also so, Ihr erster Eindruck dazu? Es ist jetzt schwierig nachzudenken. Also nochmal, das ist das dritte System. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also man muss dann vor allem bei den jungen Menschen anfangen, ne? Das Programm einzuführen. Ich glaube, bei älteren Menschen wird es schwierig, die zu überzeugen davon. Schon bei den Kindern müssen die Kinderärzte und die Zahnärzte schon gesunde Ernährung bei in Schulen zusammenarbeiten. In den Schulen. Der Kinderarzt macht Unterricht in der Schule, Gesundheitsunterricht. Also Gesundheitslehre, aber im richtigen Sinne. Ja, das macht Sinn. Das finde ich gut. Ja. Dadurch sparen wir viele Milliarden ein und einen Teil davon könnten wir für die Klimaziele von Greta verwenden, Greta Thunberg. So, und deswegen jetzt abschließend vielleicht, was würden Sie Greta Thunberg sagen? Weil wir sagen, wenn die Greta Thunberg mit uns gemeinsam an die Medien geht, ohne sich mit uns zu verbinden, dann würden wir eine weltweite Diskussion darüber bekommen und egal wie die Diskussion ausgeht, dann haben wir es wenigstens versucht, eine bessere Welt zu bauen. Aber wenn wir es schaffen würden, dass die Reformen dann alle durchkommen, die gesamte Gesellschaft reformiert wird, dann könnten wir auch die Klimaziele angehen, weil das ist teuer. Und das ist ja das, was die Frau Merkel scheut, das viele Geld dafür. Nicht nur die Merkel, sondern die Gesamtheit der Politik, weil das natürlich eine Gefahr darstellt, ne? Und ich würde sagen, weitermachen, sich nicht platt machen von den grauen alten weißen Männern, sondern weitermachen, weil wir sind alle dabei. Diese Videos schauen morgen die Fridays for Future Köln. Sagen Sie denen mal einen schönen Gruß. Sie haben jetzt zum ersten Mal das dritte System der zweiten Scientists kennengelernt. Sollten die darüber noch gründlicher diskutieren oder nicht? Definitiv weitermachen, gründlich diskutieren und zeigt den alten grauen Männern den Mittelfinger. Alles klar, danke, gell? Tschüssi.